Hallo liebe VfB-Fans, willkommen bei einem neuen Format. Und zwar geht es um die 10 essentiellen Dinge in meinem Leben. Viel Spaß! Fangen wir mit dem ersten an. Ich gehe jetzt chronologisch den Tag durch bei mir. Und zwar sind das meine Supplements, die ich auf Empfehlung von unserem Arzt Bernd mir mal zusammengestellt habe. Und das sind jetzt nur ein paar, also ich habe noch deutlich mehr zu Hause, aber das hätte den Rahmen gesprengt. Deswegen nur einmal im Schnelldurchlauf hier so diese Daily-Dinger wie Ashwagandha, Q10, dann zur Stärkung und Aufbau der Darmflora, immer gut. Und damit man nicht krank wird, Orthomol habe ich von Yannick Löden übernommen. Und damit fahre ich ganz gut. Bin selten krank und habe eigentlich auch immer genug Kraft für den Tag. Deswegen kann ich nur empfehlen. Kommen wir zum zweiten. Eigentlich wissen alle in meinem Freundeskreis, dass ich ein kleiner Parfüm-Junkie bin. Ich habe jetzt auch wieder zu Hause deutlich mehr davon stehen, aber ich habe mal so meine drei Lieblingsdinger mitgenommen. Die sind alle sehr leicht und gerade so für den Sommer super geeignet, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, der längste. Den verbinden, glaube ich, alle meine Freunde mit mir. Also da sagen sie immer, das riecht eindeutig nach Felix. Parfüm Nemali auch super, kann ich nur empfehlen. Gerade im Sommer sehr, sehr leicht und cool. Und da erspare ich euch, dass ich den hier ausspreche, weil das ist ein Stolperstein bei mir. Ist neu, ist auch sehr, sehr gut. Kann man vielleicht mal in die Kamera halten, falls Empfehlung oder weiß ich nicht. Dann sind wir jetzt bei meinem dritten Essential. Es sind die Cappies, weil ich auch wieder mir die Haare lang wachsen lassen möchte und ich jetzt wieder in der Übergangsphase bin und keine Lust und Zeit habe, mich um meine Haare zu kümmern und mich das alles nur ein bisschen nervt und stresst, sind die Dinger super. Und die muss ich immer nach hinten tragen und die nach vorne, weil die von der Form her unterschiedlich sind. Deswegen, dann gibt es einmal den. Aber gerade so im Sommer, muss ich sagen, finde ich den deutlich besser und angenehmer. Und die Haare fallen mir immer nicht ins Gesicht. Deswegen kann ich das nur empfehlen, wenn man sich die Haare lang wachsen lassen möchte, durch die Übergangsphase durchzukommen, ohne genervt zu sein oder doch einen Rückzieher zu machen und sie sich schneiden zu wollen. Von daher bleibt das jetzt auch so. So, es geht weiter. Cappy sitzt, Parfüm ist drauf, Essentials und Supplements sind alles eingenommen. Von daher verlasse ich das Haus auch nicht ohne meine drei wichtigen Sachen. Einmal mein Handy mit meinem Hund, der leider verstorben ist, als Hintergrund. Mein Haustür- und Autoschlüssel, der ist sehr, sehr wichtig, weil ich ja immer am Pendeln bin. Leider jetzt alleine. Danke nochmal dafür. Und mein Portemonnaie. Also das sind so die drei Sachen, ohne die ich nicht aus dem Haus gehe und die ich auf jeden Fall jeden Tag brauche. Von daher darf das alles nicht fehlen. Weiter geht's. Die Kopfhörer sollen natürlich die Musik darstellen, weil ich auf der Autofahrt jetzt natürlich vor allem viel alleine bin und sehr viel Musik höre, was ich eh schon sehr viel in meiner Freizeit tue, aber jetzt natürlich nochmal vermehrt. Fehlen die auf gar keinen Fall, egal ob jetzt im Auto mit der Musikanlage oder halt bei Auswärtsfahrten oder wie auch immer, wenn man zu Hause ist oder so. Also ich habe eigentlich dauerhaft Musik an. Von daher ist Musik ein sehr, sehr wichtiges Essential bei mir. Kommen wir zum sechsten Essential und zwar sind das meine Laster. Ich möchte ja auch jetzt nicht sagen, dass ich mich nur gut ernähre, wäre ja auch gelogen. Wissen auch viele bei mir. Ich habe mal gelernt, bis 12 Uhr trinkt man einen Cappuccino und ab 12 Uhr nur noch Espresso. Deswegen habe ich hier eine kleine Espresso-Tasse mit. Und zwar, also wie gesagt, morgens gibt es immer bei mir einen Cappuccino und über den Tag verteilt nochmal auf jeden Fall ein Espresso. Da möchte ich mich nicht von frei reden. Genauso wie, wissen auch viele, kann ich nur empfehlen, hier Bäcker Junge. Direkt um die Ecke gibt es bei mir auch meistens auf jeden Fall ein Schokofranzbrötchen. Ich
meine, guckt euch das an, wie schön das allein schon aussieht. Ich war früher immer auf dem normalen Franzbrötchen-Trip, aber durch Pulli bin ich auf einmal umgestiegen auf Schokofranz und kann ich auch nur sagen, war eine gute Empfehlung. Seitdem habe ich das so angenommen und seitdem gibt es nur noch Schokofranzbrötchen bei mir. Kommen wir weiter. Ich glaube, ich versalze mittlerweile wirklich jedes Essen. Also ohne Salz gibt es nichts bei mir. Da gucken mich Leute auch immer schon blöd für an, wie viel Salz ich auf alles raufhaue. Aber kann ich auch nur sagen, ist seit der Kindheit drin. Also das werde ich auch nicht mehr rausbekommen bei mir. Und kommen wir zu dem wahrscheinlich schlimmsten Laster bei mir. Und zwar die Cola Zero. Aber auch ganz wichtig, die muss gekühlt sein und aus der Glasflasche. Diese Plastikflaschen und Dosen, das ist es nicht. Deswegen auf jeden Fall die Glasflasche. Und Cola Light oder Cola Zero, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Eher Cola Zero, aber da wird auf jeden Fall die ein oder andere am Tag von leer getrunken. Ich sag nur so viel, ich hatte zu Hause keine vollen mehr, deswegen musste ich mir eben an der Tankstelle nochmal eine neue kaufen. Das spricht, glaube ich, schon so ein bisschen für den Konsum. So. Ein weiteres Essential von mir, vor allem im Sommer, ist der Birkenstock. Ich glaube, ich trage, sobald Sommer ist, eigentlich keine festen Schuhe mehr. Auch wenn es hier eigentlich im Norden nur am Regnen ist und man dieses Jahr vor allem nicht vom Sommer sprechen kann. Aber auch, wie gesagt, im Urlaub oder sobald es mehr als 10 Grad sind, habe ich eigentlich nur noch Birkenstocks an, außer auf dem Fußballplatz. Von daher ist das auch, ja, ein wichtiges Essential für mich, weil ich auch immer komische, weiß ich nicht, Stellen an den Füßen habe und ich dann versuche zumindest so meinem Fuß auch mal ein bisschen frische Luft zu geben. Von daher kann ich nur sagen, der ist es. Den habe ich in Weiß, in Schwarz und in Beige. Also so drei Basic-Farben. Kann ich nur empfehlen. Von daher, ja. Nach dem Training haben viele dann Feierabend, ich nicht. Ich muss leider noch lernen, also ich studiere gerade noch in den letzten Zügen International Management und habe jetzt nur noch die Statistikklausur vor mir. Ich habe sie bis jetzt erfolgreich geschoben und jetzt ist es leider mein Endgegner. Ich habe mich jetzt gerade vor, ich glaube, einem Tag für die Nachhilfestunden angemeldet. Von daher muss ich jetzt nur noch einmal Statistik irgendwie bestehen, am liebsten mit einer 3,9, ist mir aber auch egal. Und dann, ja, bin ich bei der Bachelorarbeit, aber dann bin ich auch auf jeden Fall durch. Also es sind nur noch die letzten Züge, so, und dann habe ich mein Fernstudium endlich geschafft und dann kann ich auch wieder einen Haken hintermachen. Aber deswegen habe ich einmal noch ein Skript mit, weil ich, wie gesagt, das jeden Tag leider noch büffeln muss. Kommen wir nun zu einer Leidenschaft, die ich noch neben dem Fußball habe, und zwar ist das die Fotografie. Auch wenn viele von euch denken, dass ich gerne vor der Kamera stehe, aber ich stehe am liebsten eigentlich dahinter. Ich habe echt Spaß an der Fotografie, muss ich sagen. Und ich hatte vorher eine andere Kamera, die ist mir jetzt leider im Urlaub kaputt gegangen. Deswegen musste ich mir jetzt eine neue besorgen und darf mich jetzt wieder an der hier mal ausprobieren. Und das ist auf jeden Fall ein komplettes Neuland. Das dauert auf jeden Fall, bis man das wieder drin hat, weil jede Kamera unterschiedlich ist. Aber ich muss sagen, also ich fotografiere echt gerne. Gerade so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder im Urlaub oder auf Geburtstagen. Also eigentlich mache ich gerne, sehr, sehr gerne Fotos. Also nicht nur von Leuten, auch von Landschaften. Am Anfang sind immer alle so ein bisschen genervt. Aber wenn sie dann die Resultate sehen, dann sagen sie immer so, oh geil, hast du gut gemacht, danke dir und so. Das ist immer ganz witzig, das zu verfolgen oder zu beobachten, aber hatte ich jetzt letzte Woche übrigens wieder. Sehr schön. So. Wenn wir mit dem Training durch sind, mit dem Lernen auch und ich meine Fotos gemacht habe, dann spiele ich gerne mit Freunden sowohl Gesellschaftsspiele als auch Nintendo Switch, vor allem Mario Spiele. Ich muss sagen, ich weiß nicht, das ist einfach cool. Also es kommen wirklich täglich Freunde bei mir vorbei und dann wird entweder Mario Party gespielt. Ich habe jetzt einfach nur mal ein paar mitgenommen. Mario Golf ist auch momentan sehr hoch im Rennen, macht sehr viel Spaß. Und natürlich der Klassiker, auch Mario Kart.
gibt es auch nichts Besseres, muss ich sagen. Mir fehlt noch Mario Tennis, das möchte ich auch unbedingt mir jetzt noch holen. Aber das sind auf jeden Fall alles so Spiele, die wir irgendwie mit Freunden bei mir zu Hause spielen. Und ich habe jetzt einmal Uno-Karten mitgenommen. Das wird meistens dann in der Kabine gespielt. Oder halt Wizard, aber die Karten habe ich jetzt nicht da, sondern die sind unten bei uns in der Kabine. Aber ja, Wizard wird auf jeden Fall auch häufig in der Kabine oder auf Auswärtsfahrten gespielt und macht sehr viel Spaß. Wir haben jetzt ein neues Wizard Extreme angefangen. Da gibt es 7 Zusatzkarten und die ändern das ganze Spiel. Und seitdem hasse ich Marv, also Marvin Thiel. Seitdem hasse ich ihn, weil er mich jedes Mal damit zerstört hat und ich seinen Weg verloren habe. Von daher, ja, ich krieg dich noch, Marv. Also, liebe VfB-Fans, das waren meine 10 Essentials. ich hoffe, es hat euch gefallen, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt. Und zum Schluss möchte ich noch einen nominieren, der sozusagen das als nächstes machen soll. Und zwar möchte ich einen Neuzugang nehmen, damit ihr den auch mal näher kennenlernt. Und das ist der Luca. Also viel Spaß, Luca, beim nächsten Mal. Und wir sehen uns dann an der Lohmühle.